Vor einer noch gar nicht so langen Zeit lebte dereinst ein alter Shaolin-Mönch namens Lung in einem Kloster in China. Eine seiner Aufgaben war die Einweisung von Novizen in die Lehre seines Ordens. Einer dieser Novizen zu der Zeit war ein junger Mann namens Ping. Eines Tages wurde Meister Lung beauftragt, in einem der umliegenden Dörfer Nahrungsmittel einzukaufen. Da er bereits etwas betagt war, beschloss er, Ping als Assistenten mitzunehmen. Früh am Morgen zogen sie los. Während des langen Fußwegs hinunter zum Dorf schwiegen die beiden Männer. Dann, etwa auf halbem Weg, kamen sie an einen Fluss, den sie mit Hilfe einer Fähre überqueren mussten. Ein paar hundert Meter vor dem Flussufer trat plötzlich eine junge, hübsche Frau an die Männer heran. Nun muss man wissen, dass es den Brüdern dieses Shaolin-Ordens streng verboten war, Frauen zu berühren und selbst Unterhaltungen sollten vermieden werden. Die Frau sagte zu Ping, »Junger Herr, bitte kannst du mich stützen, um zur Fähre zu kommen? Mein Fußknöchel ist verstaucht und ich schaffe es nicht rechtzeitig bis zur Fähre. Ich muss aber dringend hinüber, um meine kranke Mutter besuchen zu können.« Pflichtbewusst wandte Ping sich wortlos ab und würdigte die Frau keines Blickes. Sie wandte sich an den alten Lung, aber noch bevor die Frau überhaupt ein Wort sagen konnte, hob Lung die Frau auf und trug sie wortlos bis zur Fähre. Ping trottete erstaunt hinterher. Am Fluss dann setzte Lung die Frau ohne ein Wort ab, verbeugte sich kurz, die Frau bedankte sich höflich und ihre Wege trennten sich wieder. Ping blickte Lung erschrocken und entrüstet an, sprach aber erst wieder, als die Fähre am anderen Ufer und die Frau außer Hörweite war und die Männer fast 1 Kilometer weiter marschiert waren. »Meister Lung«, begann Ping zögerlich, »uns Ordensbrüdern wurde es doch streng verboten, Frauen zu berühren. Du aber hast eine wunderschöne junge Frau fast 200 Meter weit getragen. Was hast du dazu zu sagen? Kannst du mich bitte aufklären?« Lung lächelte gnädig und leicht amüsiert. »Mein lieber Ping, es ist wahr, was du sagst. Ich habe tatsächlich die Frau fast 200 Meter getragen, weil sie um Hilfe bat. Du aber trägst sie nun schon fast 1500 Meter mit dir herum, ohne ihr aber in irgendeiner Weise geholfen zu haben. Was meinst du? Wer von uns hat am meisten gegen unsere Ordensregeln verstoßen?«